Oh mein Gott. Okay, der Kampf geht weiter und ich habe nur noch die Hälfte an Leben und ach, er macht einen riesen Plasmastrahl. What the fuck? Bleib ganz ruhig, wenn du seine Bewegung aufmerksam beobachtest, wirst du eine Schwachstelle finden? Oder? Keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Mutter Kushina hier. Dass er uns so nett geholfen hat, genau, und ihn gefesselt hat. Weil jetzt ist er jetzt schnapp ihn dir! Ah, sehr schön! Ach so, perfekt! Hier, du kannst dir. Die hilft dir und. Ah, mit L1 hab ich, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann geil, dann kann er sich gar nicht bewegen. Oh oh. Mutti! Mutti, hilf mir! Da muss springen. Ja, wir haben sie gleich wieder. Wir haben sie gleich für die Mutti. Muss Taktgefühl haben. Aber ich meine, der hat. Ja, wir haben den Ball, sieht doch gut aus. Ja, aber der haut schon rein. Pam. Da penetriert er dich hart. Ja, aber richtig penetriert. Dreieck. Wir haben einen Gewinner, den neunschwänzigen Fuchs. Applaus, Applaus. You failed. Buh. Ja. Ja. Los, das, ja. So, ja, weiter Mann. Geht's. So geil. Doppelsprung vielleicht. Ja, Mutti, jetzt hilf mir. Na, das hat ja nicht so viel gebracht. Fast viel zu spät eingesetzt. Ja. Muss eher aufheben, wenn du nah an dem dran bist. So, jeder einzelne Schlag hier sitzt. Ja, genau so. What the fuck? Alter, hat er mich jetzt getroffen. Nein! Oh, ich hatte ihn doch fast gehabt. Oh Mann. Was soll das? Ja, kannst du nicht schon wieder so Rasengan machen oder so ein Scheiß. Nee, ich hab so wenig. Jetzt Dreieck, Dreieck, Dreieck! Da auf, an dem Schwanz, ach man. Ja, du musst halt zu dem Schwanz gleich wieder hingehen. Ja, wahrscheinlich, Achtung. Ja, der trifft nicht halt, das kannst du nicht sagen. Aber dafür ist er dann richtig am Arsch. Oder kann nichts mehr. Wir können ja gleich wieder die Mutti holen. Die olle Mutti. Mutti, komm mal schneller. Achtung. Jetzt schnapp ihn dir. Oh Mann, wir haben auch nicht mehr viel Leben. Nee, leider nicht. Oh, scheiße, 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 scheiße. Das wird brenzlig. Och man, warum kann ich nicht ausweichen? Ich auf jeden Fall Doppelsprung machen, keine Ahnung. Bam! Komm, auf geht's. Es muss doch irgendwie zu gewinnen sein. Oh Mann. Wiederholen. Darf ich mal versuchen? Das muss ich schaffen, das muss ich schaffen, ey, nee. Ich gebe nicht so schnell auf. Okay, Leute. Mal gucken, ob wir bis in den nächsten Tag reinspielen. Sollen wir mal gucken hier. Ah, okay, der macht es gar nicht so lang.
Dann muss ich halt genau gucken, in welche Richtung der das macht. Oder vielleicht macht das auch immer in dieselbe. Ja, ich war halt nur... Gib ihm hart auf die Fresse! Oh, ich drücke ein Verrückter! Jetzt so... Ja, lass mich schnell zurück, zurück! Dem kann ich glaube ich sogar ausweichen in dem... Wow, the fuck. Mal. Uah! Ja, genau, immer diese Schockwellen da. Also, sieht doch schon mal besser aus. Wir haben auch gleich wieder unsere Mutti. So, jetzt Achtung, wieder weiter weg. Was ist ein Speister? Ja. Ach, nein. Ja, der springt halt automatisch wieder jetzt hin. Dreieck. Gut, und jetzt Kreis drücken, ja. Okay. Also, es müsste Kreis, ja. Weiter. Wahrscheinlich kann ich es auch gar nicht schaffen. Noch nicht da, oder keine Ahnung. Weiter so. Aber dass wir auf jeden Fall schon mal irgendwie weiterkommen. Naja, jetzt kommt nämlich das nochmal mit dem Rasengan. Ja, und jetzt ist er schon hier, weißt du? Und das zockt ihm jetzt auch wieder viel Leben. Ja. Also jetzt sind wir noch im grünen Bereich. Naja, so viel hat es denn wirklich nicht gezockt. Aber wir haben, wie gesagt, ja, jetzt sind wir schon mal da. Und dann haben wir die Mutti gleich schon wieder. Oh, das ist der lang K.O. Weg. Verpiss dich. Okay. Okay, das war die falsche Richtung, aber das konnte ich jetzt nicht gescheit. Jetzt wieder. Die Mutti benutzen. Ne, warte mal. Der ist jetzt hier normal. Ach so, stimmt, ja. Aufsparen. Jetzt! Scheiße! Er ist im Erwachen-Modus! Oh, scheiße, falsche Taste! Nein! Jetzt fass nicht irgendwo hin, du musst dich konzentrieren, Mann! Alter, wenn du das Spiel spielst, dann brauchst du danach keinen Sport mehr machen. Alter, ich schwitze, Alter, wie ein Verrückter hier. Ja, es ist von dem ganzen Tastengedrücke, aber meine Hände, Alter, der ganze Controller ist feucht, ey, nass. Krass. Von dem ganzen Drücken wie ein Verrückter und ich muss die übelst anspannen, ey, boah. Hier bei Legende auch schon sicher. Maximale Anzahl. Das auf Legende, Alter. Nicht schlecht. Respekt. Aber bestimmt gibt es Leute da draußen von euch, die zocken das mit Leichtigkeit, Legende. Natürlich. Man wahrscheinlich auf Kampfrang S. 100%. Aber mir reicht es. Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe hier. Und kriegen viel von der Story mit. Genau. Naruto, you dare. You have infuriated me. Naruto!
still have this much power? Wow, you really are amazing. But, sorry. This is the Six Paths. Naruto, you watch out. I promise I won't do wrong by you. So just hang in there for a little while. You did it, Naruto. Yeah. Mom, what are you? Now, I can finally join Minato. But before I go, there are some things I need to tell you. Huh? About the incident that happened 16 years ago when you were born. I'm going to tell you the truth about that day. The day the Ninetales attacked? Starting with the fact that the Jinchuriki of the Ninetales before you was me. You... Mom? You were... the Ninetales Jinchuriki? Yes. I was brought to the Leaf from the now-vanished Hidden Eddy Village to become the Ninetales' vessel. The Ninetales? Well, hold on a minute! They brought you here from another village? And... what do you mean by... vessel? The clan folk of my village excelled at sealing jutsu and had a very close relationship with the Hidden Leaf. I had a particularly powerful chakra, strong even for one from my village, enough to suppress the Ninetales. So that's why you were chosen to be the Ninetales' vessel? Yes. What? What was wrong with them? They weren't even treating you like a person! I was brought to the Hidden Leaf Village without being told the truth, so I was shocked as well when I found out. The burden of being a Jinchuriki, the loneliness. I nearly collapsed under all the expectations. But during that difficult time, the Jinchuriki before me, Lady Mito Uzumaki, told me that I may have come here to be a vessel like her. But the key was to fill ourselves with love first. Then, even if we had to live as the Ninetales Jinchuriki, we could still be happy. So, Mom, you were a Jinchuriki, but you were happy? Yep. Oh, Naruto. There's no need for you to cry. Wait. What is it? Dad said that when the Ninetales attacked the Hidden Leaf Village, it was because of that Master Akatsuki guy. So how come you didn't have the Ninetales, Mom? Your father left a few things out, I guess. Oh, that's right. Minato didn't have that much time with you. It's true that when the Ninetales attacked the village 16 years ago, a masked man was behind it. But up until right before that, the Ninetales was sealed inside me. So what happened? That masked man... I don't know how, but... he knew. Knew what? The one time a Jinchuriki's seal weakens, he exploited that weakness. And stole the Ninetales from me. The one time the seal weakens? When's that? Childbirth. During the 9 months or so between when a female Jinchuriki gets pregnant and gives birth, the energy that is normally used for the seal is diverted to the growing baby. And the tailed beast seal tends to weaken proportionally. It was October 10th, 16 years ago.
by order of the Third Hokage, I was to give birth inside a barrier at a distance from the village. This measure was taken in case the seal came undone when I gave birth, and the Nine Tails got out. Minato was going to be there for the birth, and the preparations were progressing smoothly. Everything related to the birth, though, was top secret. In that case, I'll go on ahead. You'll be okay, right? If the contractions start, get someone nearby to help, okay? I'll rush back to help out too, as soon as I can. Okay, I got it. Ninja will meet you at the Hidden Leaf Gate, so be sure to have them accompany you, understand? And... Minato? You're treating me like a child. No, that's not how I meant it. It's just... That overprotective habit of yours is never gonna change, is it? Don't worry, I'm okay. So go on ahead and get everything set up already. Kushina. Listen, we're about to be parents. If we freak out about everything, Naruto will just laugh at us. Yeah, I guess so. We can't look weak in front of Naruto. Exactly. Okay, fine. I'm going on ahead then. I'll see you later, inside the barrier. Good grief. Well, I can kind of understand panicking a bit in this kind of situation. But, in just a little while, we'll be able to meet you. Leute treffen. Yeah, das Spiel ist spielen wir jetzt echt mit Kushina, ist ja mal cool. Richtig geil. Und sie ist ja hier gerade schwanger mit Naruto und sie läuft ganz langsam die Brücke entlang. Ja, ganz gechillt, also hier so ein bisschen Seele baumeln lassen. Und hier bei dieser schönen Kulisse wollen wir sagen, dass die Aufnahmesession schon wieder vorbei ist. Kannst du überhaupt automatisch laufen? Ja. Ja, dann hör mal auf zu laufen. Ja, ich muss doch speichern. Das hat doch schon gespeichert. Echt? Weil sonst kommt wieder eine Zwischensequenz. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Okay, dann vertraue ich dir mal. Und damit ist diese Aufnahme auch schon wieder zu Ende. Mit den Ultimate Game LP 2 und Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Genau. Ich war der Florian. Und ich war der Martin. Schalt auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt, let's play together Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 mit den Ultis. Bam! Ciao.